Und Schluck Cola. Das war echt alles jetzt sehr anstrengend, ey. Fast ein Liter Cola, ey. Über ein Liter Cola. Du hast schon über ein Liter Cola. Mann. Ihr wolltet heute noch Drakengard spielen. Ich würde ganz gerne auch noch was anderes spielen heute. Ich wäre gerade voll in der Stimmung für Drakengard. Ich nicht. Warum stell nicht? Stell dir mal vor, das wäre jetzt eben gerade bei Drakengard passiert. Kannst dir vorstellen, wie das... Also dann wäre, glaube ich, erst zusammengebrochen. Das hätte das Gameplay zumindest ein bisschen übertüncht. Ja, das... Wo können wir noch ein bisschen Drakengard spielen heute? Könnte ich einfach das hier weiter. Ich will noch ein bisschen was sehen hier. Weil ja, ich kill jetzt noch den anderen Boss, dann spielen wir Drakengard. Okay. Was? Gewagt. Kann noch dauern, ich wollte gerade sagen. Aber möglich. Sehr gut möglich. Na, vielleicht auch nicht. Ist dir auch passiert. Ja. Ist auch doof. Karamba. Tja. Ich muss warten, bis es seiner. Ja. Kannst du auch dazwischen normal angreifen? Die halten ja wirklich nicht so viel aus. Schön, dass du versuchst, das. Ja, siehst du. Okay. That was easy. Ich hab, also, ja, ich hab dran gedacht, was nein, du. Nein, ich wollte, ich hab der Motte pst gesagt. Ach so. Du aber auch, Mats. Okay, fair enough. Ich würde niemals Mats sagen, er sollte die Klappe halten. Du hast gesagt, mach die Augen zu und halt die Fresse. Ja, aber das war in einem sehr positiven Kontext. Ja, das muss man dazu sagen. Das hängt davon ab, auf welcher Seite man guckt. Naja, von unserer Seite aus. Ja, auch da habe ich differenziert. Jetzt wird es langsam wirklich lächerlich. Wenn du das wird gleich wieder laut. Nee, das, nee, da bin ich jetzt nicht laut, sondern einfach enttäuscht. Naja, enttäuscht. Oh. Ja, du kannst doch nicht. Weißt du? Da ist irgendwo und dann ein Punkt erreicht, Mann. Warum ist da. Ich wusste, irgendwo ist ja ein Haus, wo so ein scheiß Typ ist. Oh, die Framerate ist flüssig. Greif doch einfach so an. Nein, ich will die haben doch keinen Preis. Oh, wie flüssig die Framerate gerade ist. Nehmen wir die PC-Version. Was macht das denn? Ja. Ach ja, stimmt, da war eine Breach. Yes. Oh! Captain Breach. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo die. Also, da sind wir auch drüber gelaufen, aber ich weiß nicht mehr. Doch, ich weiß noch. Glaube ich. Da waren so. War da nicht der Händler? Ja, stimmt, da war der Typ. Ich habe so ungefähr eine Ahnung. Was? Wer baut denn da so eine Brücke hin? Ja, bloß die Brücke würde mich hinter mal. Ah, Magie angreifen. Entschuldigung. das ist ja auch schick. Ja, wie wir es gerade für eine Sekunde gesehen haben. Ja. Hab ich auch schon vorher ganz oft gesehen. Hm. Wo da unten waren. Ich bin einfach nur so. Alles gut. Du bist innerlich gereinigt, das nennt sich Katharsis. Das war wirklich eine Katharsis. Mit der war dein Gesicht in der Wand? Nee. An allem vorbeilatscht. Ich weiß immer diese passive Aggressivität, ne? Die dann teilweise das war, daran war nichts passiv. Das ist einfach wirklich frustrierend. Aber ich habe, weißt du, mich haben das nötig. Manche sagen ja einfach frei raus, wenn die irgendwas nicht passt, schon immer so kleine Spitzen. Das jetzt ist passiv. Ja, ich bin ja kein Spasti, ich will das nur kurz. Oh Mann. Das ist interessant. Was ist denn das für ein Weg hier? Ja, geh einfach. Ja. Ich sehe schon. Guck mal, oh Gott, das spaltet sich. Ich glaube, du bist echt einfach dran vorbeigelaufen, wo man jetzt noch irgendwie hätte reingucken können in die Höhle. War da vielleicht noch ein Bonfire? Kann das sein? Ich glaube ja. Quatsch. Oh. Oh nein, eine Eidechse. Die einfach gekommen ist und den Rücken gestochen hat. It's a trap. Knüppel. Wie schnell die halt sterben, ne? War das wir hatten unser Schwert doch auch schon mehrmals aufgerüstet, oder? Ja. Dreimal oder so? Ja. Das kommt da öfter, viel öfter, echt? Wenn bei plus 7. 7-mal. Ich wollte gerade die Information nochmal zusammenfassen. 7-mal.
bisschen perplosiv, wenn du willst. Du musst ja nur schnell vorwegkommen, damit du nicht diesen scheiß dummen Witz jetzt wieder machst. Wenn du da jetzt runtergefallen lässt. Man kann sich hier hinten droppen. Habe ich einen Bonfire verpasst, Tom? Nicht wirklich. Schade. Du bist an einem vorbeigelaufen, in das du noch nicht rein kannst. Ah, okay. Kann man da rüberspringen? Mhm. Na gut, blöd gestellt die Frage. Aber wofür? Ich hätte einfach so mich drücken können. Thanks for nothing. Was? NPC Invasion. Ja, ja. Das habe ich dann auch Pfeile, kurz irritiert. Bitte enge mal Wege. Warum ich noch so einen Scheiß kommt von random NPC da reinhauen? Why not? Zauberer? Das ist ein Troll. Wut-Troll. Was? Ist das wie ein Voodoo-Troll? Ich habe einen Wut-Troll. Ja, ich habe auch Wut-Troll. Ja, und gleich nicht nochmal schlagen. Ja. Awesome. Das war ein sehr glanzloser Aufbau von Merciless Runner. Ich warte. Jetzt auch. Geh mal zurück. Das war spektakulär. Ich bewache diesen Weg. Oh, fuck. Mercy, das Runner, reckt mir den Rücken. Reckt mir den Tücken. Oh. Jetzt wird er ein bisschen übermütig, ne? In DLC gibt's eine NPC-Invasion, die ist wirklich zum Kotzen. Weil... Oh. So, jetzt kannst du zum Bonfire. Okay. Wenn du hier zurückgehst, kommst du schon doch hin. Ich will mal ein bisschen erkunden. Ja, ja, meine ich ja. Wenn du da zurückgehst. Obwohl, ich will zum Bonfire. Nee, zurück. Einfach diesen Weg hier zurückgehen. Der ist schon richtig. Aber dann hättest du einfach mich laufen lassen dürfen können. Hä? Hat er doch. Was er, ja, okay. Da. Ja. Mensch. Aber dann kann man auch gleich mal das Schwert reparieren, weil das ist auch... Stimmt eigentlich. Mal wieder nötig. Bevor es. Ihr macht halt echt gut mit dem Reden, während ich spiele. Nee. Ja, man darf sich auch doch mal kurz das Spiel anschauen, oder? Und mal so denken, ach, hat ja, also und so. Guck mal, wie das Licht auf den Baum fällt. Das fällt. Von der Seite. Das wird reflektiert von der Steinwand, weil das eine Glanzsteinwand ist. Das sieht man relativ deutlich. Mhm. Und deswegen, wer sitzt da denn? Wer ist er denn? Fast. Es war so nah dran, weil ich mir dachte, fuck this guy. So. Now I can find him. Him? The cheeky prick. Ah. Gibt's denn wieder so einen. Wie heißt er? Crestfallen Warrior? Den hast du schon ganz am Anfang gesehen. Nee, meine ich auch nicht. Ich meine, der Spasti, der dich in die Abgründe droppt. Ich will keine Antwort, aber es wirkt so, als wurde er von diesem Spasti da eingesperrt. Wie ist der nochmal? Und die ist so auch. Egal. Fucking Idee. Hat das Ding... zugemacht, den Schlüssel rausgeworfen und gewartet. Boah, wie gern ich den gerade töten würde. Ich weiß gar nicht wieso, aber irgendwie fühle ich schon ganz tief in dran. Oh, wie hieß er nochmal den ersten beiden? Ich weiß es nicht mehr. Ich werde den eh nicht erkennen und der wird mich genauso verarschen wie dich. Nur dass ich nicht in meine eigene scheiß Falle laufe, du Idiot. Ich weiß nicht, ob sie in eine Zelle einsperren, so wo ich als... Tja. Leute, die doch... Hä? Eingesperrt eine, sind? Nein, Leute, die eine Genugtuung beim Töten fühlen, die sperren ja nicht Leute ein und gehen dann weg. Das ist ja keine Genugtuung beim Töten. Aua. Meinst er lügt? Patches. Deswegen, ja. Paid. Hier ist er Paid. Es gibt halt einen Gegner in allen Souls-Spielen, der dich verarscht. Ja. Hier ist er Paid offensichtlich, in den ersten beiden Zeilen. Paid haben wir schon getroffen. Patches.
Echt? Pate saß im Forest of the Fallen Giants auf einer Bank vor einem Tor, was zuging, hat uns gesagt, wenn ihr dahinter durchgeht, dann geht das Tor zu. Mein Kumpel ist da schon rein. Ah. Und er hat uns einen Ring gegeben. Nee, Quatsch, er hat uns einen Soapstone gegeben. Ich glaube, was denn? Aber nicht Ring der mit dem blauen Schwert und der Uschi? Nee, du meinst ganz woanders. Du meinst bei der Treppenleiter, meine ich. Ich erinnere mich an die Treppenleiter. Die berühmte Treppenleiter-Diskussion ist da entstanden bei ihm. Ja, ja. Das da? Oh Gott, ja. Das ist schon so lange her, das klingt so. Also ich hab's halt geschnitten, deswegen war ich noch so. Okay. Ich hab 11.000 Seelen. Wieder ja, könnte man eigentlich schon fast ausgeben. Nee. Hey. Ja, nicht. Gut. Schön, dass wir drüber geredet haben. Nee. Na gut, das ging auch mehr. Genau. Der Pate, hat er ihm da noch was erzählt? Ja. Nee, ich glaube nur, dass sein Kollege halt da rein ist und er ihn dann nicht mehr. Nur dunkel dran. Da waren auch nicht die Eierkröten drin. Die. What? Ja, die Eierkröten. Oh, wir reden gerade von Dark Souls, Mats. Wir wissen nicht, wo du jetzt wieder bist. Ach so. Was denn für Eierkröten? Warum steht's jetzt? Ist egal. Ich ziehe diese Frage zurück. Willst du einen Vokal kaufen stattdessen? Bearer, seek, less. Das ist halt das was ich auch gesehen habe als einzelne Kritik an Dark Souls, weil es so einen Herald gab es ja auch in Demon's Souls, da hast du angefangen zu leveln und im Hintergrund wurde dieser Spruch gesagt, in Demon's Souls gab es halt auch eine Cantation, die sie vorgetragen hat, immer und immer wieder. Ist ja genauso wie das, was sie hier vorträgt, nur hier wird es frontloaded und du musst es abbrechen. Ich meine, muss ich Demon's Souls auch wegdrücken. Sicher? Ich meine, mich zu erinnern, dass ich das wegdrücken musste. Aber vielleicht erinnere ich mich auch nur daran, das ständig gehört zu haben. Kann gut sein, dass ich mir so dafür tue. Man soll jetzt sagen, dass ich mich vielleicht schon mal vertan habe in meinem Leben. Ach, das glaube ich nicht. Es gibt diese Gerüchte. Also ich weiß es auch nicht hundertprozentig. Ich habe es halt dann nochmal gelesen und erinnere mich eigentlich auch daran, aber kann auch falsch sein. Ich habe als Demon's Souls nicht so viel gespielt. Weil hast dieses Spiel würde mich kaputt machen. Aber hast du es im Sale? Hast du es dir nicht nochmal gekauft? Nee, also Demon's Souls ist nicht Plus gehabt. Demon's Souls ist eigentlich nicht anders als Dark Souls oder Dark Souls 2. Was, wie? Hä? Also es würde dich nicht kaputt machen. Es ist doch. Genau das gleiche. Nee. Es ist eine sehr viel schnellere Version von Dark Souls, die mir deswegen keinen Spaß gemacht hat, weil es einfach schneller ist. Aber sie ist jetzt nicht in sich. Aber du hast halt, es doch probiert. Ich finde halt an Dark Souls 1 teilweise das die Platzierung von den Bonfires kritisch. Sehr kritisch. In Dark Souls 2 ist das deutlich reduziert worden, wovon ich persönlich ein Freund bin. In manchen Fällen haben sie es übertrieben, aber an und für sich bin ich ein Freund davon, wenn man nicht 15 Minuten Content nochmal machen muss, um zu einem Bossgegner zu kommen. Ja, das hast du, aber bei Demon's Souls tatsächlich nicht, weil du da innerhalb der Level... Du hast es Abkürzungen gibt einen freigeschaltet. Genau. Ja. Das machst du halt in jedem Level. Also du machst halt einmal dieses Level und dann schaltest du die Abkürzung innerhalb dieses Levels frei und kannst dann recht schnell überall sofort hin. Deswegen gibt es zwar nur dieses eine Bonfire immer, aber trotzdem kannst du die Level recht schnell durchqueren. Deswegen, also da auch. Es fühlt sich für mich halt subjektiv trotz der Abkürzung so an, als würde man deutlich mehr nochmal machen müssen, um einen zweiten Try in einem Boss zu machen. Ist am Anfang halt so, ne? Also das, die ersten Gebiete sind ja so. Aber es bleibt nicht dabei. Soll ich nochmal zurückgehen? Du hast gesagt, ich bin ja schon nicht mal mehr in den ersten Gebieten. Ich bin ja schon bei diesem Tower, wo alles so dunkel ist und die. Nee, du kannst es ja auch als du kannst ja alles machen als erstes Gebiet. Außer das erste Gebiet. Ja, gut. Aber den Tower habe ich, glaube ich, als zweites gemacht, tatsächlich. Zumindest das erste Level. Und dieses Gebiet lieben die Leute. Ich weiß den genauen Namen leider nicht mehr, aber ich mag den auch nicht, weil der ist sehr. Tower of Laria oder so? Ja, das kann gut sein. Nee, ich finde den von der Stimmung total großartig. Der ist ja richtig gruselig. Ja, ja. Ist ja wirklich ein Gruselspiel. Aber du rennst halt eben ganz den Turm da entlang so. Also in den Nachfolgen, also dieses Gebiet wird noch richtig geil in den in den späteren Chaptern. Also in 4.2, 4.3 oder was auch immer das für eine Nummer ist. Aber so das erste ist. Ist ja der Magier. Die stehen auf, ja. Energieanzeige ging nicht weg. Ja. Fuck you. Hättest auch eben noch ganz elegant in die Vase reinrollen können. Ich glaube, die ist gerade kaputt gegangen von dem Spell, den die gezaubert hat. Awesome. Wie geplant. Exakt. Tatsächlich. Ja. Okay, das war gut. Ne? Sag ich, wie es ist. Frag mich nur, warum die nicht wiederbelebt wurden hier. Bin wahrscheinlich zu weit weg. Kann durchaus sein. Die hatten so lange die Lebensanzeige, dass ich dachte.
Naja, wahrscheinlich nicht. Nee, muss ja wirklich einen Spell casten und sie stand hinter der Säule da, deswegen. Das, was sie macht, ist ja ein Spell, den man selbst auch kriegt. Pech für sie.